hier mal das Ding zeigst, was du kannst, machst du es immer, ja. Das ist scheiße. Das hat noch mal jemand gebaut. Ja, aber ich bin vielseitig. Das ist mal ein Riesenvorteil. Ich kann nichts Richtiges und ein bisschen... Oh, Heinz schläft schon, oder? Naja, ja, da bin ich voll schon gespannt. Ich warte auf mein Glas. Ich muss pissen. Die Auflösung ist aber nicht schön. Ich habe einen Radius von einem halben Meter. Ich kann den Thomas und ich bin mit Thomas und Julia verabredet. Das habe ich dem Typen vorher erzählt. Jetzt Bett, Mann. Aber es ist ein bisschen scheiße. Ich bin jetzt mit Thomas und Julia am Start. Ja, und hör nebenbei Miami Calling. Hol ich einmal aus. Und der Typ will mir einfach kein leeres Bettglas bringen, dass ich hier meine Komfortzone nicht verlassen muss, so wie ich das die letzten zwei Tage bei meiner Mutter machen konnte im Gästezimmer. Da hat die Bierglas am Start, ja. Oh, herrlich, wie nervig du auch sein kannst, ey. Das ist wirklich der Burner. Guck mal, wie er wieder aussieht. Ich sehe halt schon gut aus, wurde mir heute schon gesagt. Übrigens, ja. Abby. Meine Mom sieht dich unheimlich gierig. Ich bin hoch. Respekt vor mir hat, denn... Da wird schon mindestens 10 Leute jeden Tag gewünscht. Was hast du denn gemacht? Ha? Ist ein anderer ins Netz gegangen. Bring mir doch endlich mal Bierglas! Oder soll ich mit der orgasmische Blasendrückorgien feiern, oder wie? Oder. Das ist ja nicht möglich. Nicht mal morgen will es. Also, schafft es, dieses Lala-Müll-Scheiß zu übertünchen. Anstrengend ist der Junge. Ja, Sally. Anstelle eines Bierglases brachte mir dieses Mistvieh da draußen einen Wischmopp. Ja? Also abgedampft ist, hat er den an die Wand gestellt und Sally wollte aus der Hose rausspringen und in dem Moment kippt das Ding da weg und der Hund nimmt den Stock mit und auf dem Rücken und kommt gar nicht weg. Da klärt er hier fest. Ja, die hat diese. Mach dieses Nest. Sally, seit Sally hier wohnt, hat die auf den Boden gekackt. Ja, weil wenn ich mich nicht hören, pisse ich auf den Boden. So ist das! Dicker! Was ist deine Bruder alleine? Hab keinen Bock mehr, den Mocker zu spielen! Was? Der Dreckswichser! Geil, absolut. So kenne ich so. Alles toll. Ja. Also nochmal höher. Wie ist das eigentlich selber so zu sehen? Ich finde das total amüsant. Hier hat jemand die langen Blättchen in Baden gelegt. Super. Hallo, ey, Alter, mach mal das Nest. Riecht das nach Bier? Ups. Oh, das war zu toll. Hallo, mach dieses Bett. Das ist einfach mal ausführen. Ich habe hier schon was gemacht. Wo ist denn jetzt das Blättchen hin, das hier war? Hast du das weggewischt? Boah, Alter, schlimm, das Mensch alles. War nur im Liebesbrief von Ronny, den ich gekriegt habe. Ich hab das schon. Mein Körper will Wasser lassen, mein Körper will mir was zu trinken bringen. Das war aus. Mein Körper ist nicht da. Gott sei Dank lief die Kamera mit. Ein Göttin. Fick dich selber. Fick dich. Was ist mit Absicht? Habt ihr gerade ja, ich schön den Scheiß auf. Allgegenwärtig. Da waren nur noch fünf drin, die ganzen nicht gerade gedruckt haben. Lüge entlarvt.
Intuitiver Selbstschutz. Lüge. 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 Weil ich die Menschen schützen und auch mich selbst schützen muss. Ja, Christian König heißt eigentlich Christian Menz. Und er hat am 5. Januar 1979 geboren. Menz? Ich kenne Menz, tatsächlich. Genauso wie Mr. Brian Warner. 10 Jahre zuvor. Ich weiß nicht, ob der Winter auch so hart war. Aber ich habe auch hart. Der weiß das, der war damals 3. Lass den nochmal schlafen. Du brauchst deine Ruhe, weil die anderen schlaf drüben. Mein Fick dich auf dem Telefon. Wenn der mich anruft, steht da Fick dich. Ja. Ey, du müsstest mal meinen Mailbox-Spruch hören, ja? Der König kann nicht mal. Nina ist jetzt bei mir. Da, wo sie mal sein wollte. Aber ohne dich. Ich habe jedenfalls noch meine Mailbox mit Doppelkopf, also so ihr Wichser, was ihr auch wollt. Und da übrigens auch noch bald zurückgerufen hier wegen Arbeit, ja? So ist gewitzt. Ich glaube, jetzt kommt der Einsatz. Könnt ihr echt mal am Arsch. Jetzt schon! Ich glaube, jetzt, also irgendwann höre ich auf zu singen und dann kommt. Wenn du es nicht willst. Wenn du es nicht willst, Alter. Hör dir mal unser Radio an, das wir zusammen fabriziert haben. Ja? Tu mal was für deine Seele. Ja, großes Unverständnis. Ach nee, ich hole erstmal Tabak. Ey, pass auf, ich muss mir auch mal das Ding aussehen. Nun lache, weil du es verstanden hast. Ja. Aber ich wüsste nicht, was. Ich hab's nicht verstanden, aber das ist witzig. Julia! Du trinkst nicht. Oh, was zu trinken? Jetzt bring dir ein Glas! Also ich wollte gerade sagen, du trinkst nicht, Alter. Ich will nicht mal Wasser aus deinem Haushalt. Ich will einfach nur ein Gefäß. Gib mir, bring mir ein Gefäß! Ich schmeiß mal in die Wecke. Genau, erstmal Wasser und dann kam irgendwann die Polizei. Mit der echt hübschen Polizei. Selbst wenn das akustisch nicht mitgeschnitten wird hier, ja? Ist mir scheißegal. Pass hoch. Ey, wirklich jetzt mal, Bravey, ich muss noch mal was irgendwann erklären. Mein Mund ist trocken, bring mir was. Ja. Was zum Auffangen. Aber wenn sie das jetzt hier bring so. Bring mir nochmal Wasser! Reich mir doch endlich mal das Wasser, Alter! Das ist ja wie Charlie Sheen. Wie lange soll ich denn noch betteln? Reich mir das Wasser! Jetzt würde ich gerade im Raumschiff sitzen und in der Mitte des Todessterns eine Bombe platzieren deine wollen. Deine Stimme ist lächerlich! Ich kann jetzt nicht wegschmeißen. Wasser? Aber komm, ein bisschen schämen muss ich auch, ja. Ich schäme mich für nichts. Ja, Wasser! Ja, das ist das Coole, ja. Du schämst dich echt für nichts. Keine Zeit dazu. Aber wirklich, nein, nicht. Aber nicht! Fickt euch, ihr Wichser! Ja. Ich mach kein Wasser! Ich lebe auch so. Ich dachte mal, weil ich mit dem Takt. Absolut geil, ey. Mundschein, füllen Sie die Becher! Ey, so, mal komm. Ey, wirklich, so ein Scheiß? Ja. Lass mal pennen, Mann! Da schnarcht er neben mir. Nee, dann lass er schneiden. Oh, ich brauche mir zur Entgiftung. Dann rückt gut wie ein Mann, das ist gut. Was soll ich machen? Mein kleiner, großer Bruder. Legt die auf die Seite oder irgendwas? Er kann 5 Bretter durchhauen. Geht er erzählt. Ja. Lass mal sehen. Jetzt kannst du. Nur auf der Seite liegen, nicht auf dem Rücken. Du weißt ja nicht, wie oft ich das schon gesagt habe. Ehrlich, ich habe schon mal eins zusammengetreten im Bett. Zum Glück sind Frauen nicht so die Superschnarcher, da haben wir echt Glück gehabt. Als oh, ich habe immer viel Schnarchen. Ich habe nicht mal zur Seite getreten. Ich bin echt ohne rote Schnarchen, also jetzt muss schon. Ey, Martin, ey, du klingst wie ein Abflussrohr. Wenn du im oh ey, das war so peinlich. Schläfst, ja? Oder schlafen du sollst. Du bist wie ein Abflussrohr. Und dreimal schnarchen, bis das Zeug hält. Ey, du kriegst eine Mann. Ich schwör's dir. Ich hab mal eins zusammengetreten. Ey, im Vierbettzimmer.
Kein Witz, ich bin aufgestanden nachts, und hab den so zusammengetreten. Da wollte ich mir übrigens erzählen, dass er auch seit 13 Wochen was sie tun hat. Der sah aus wie 13 Jahre durchweg, ja. Tja, aber ich zieh ihn halt durch. Und der hat, ey, pass auf, der hat die Schnauze wie ein alter Fischkutter. Ey, sowas hab ich noch nicht gesehen. Das ist ja lächerlich, was er jetzt hier abgibt. Schön, dass du auch bei mir eingebrochen bist, das ist hier so. Ich dachte, dass du jetzt so voll im Delir bist, weil hier Robert meinte, er ist voll fertig. Eben. Ich bin doch nur hier oben, sing mein Lied und trink mein Bier. Ja, wir sollen alle mal einen Chor aufmachen, das wäre vielleicht mal eine Idee. Ich habe mal nichts von Jens gehört, ja. Wenn du ihn noch kennst, ja. Für mich ist er so eine Art kleiner Bruder. Ja, du bist mein kleiner, großer Bruder. Ja, mein kleiner Bruder. Mein großer, kleiner Bruder. So. Sie singt. Und dann haben die echt im Knast gesungen, aber so geil im Chor, ja. Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben. Erst dann. Du siehst, ich mach Sopran und ich mach dann Intermezzo. Die Katze. Zu spät. Die Katze mag auch das Papier. Ey, wisst ihr, wie geil das klappt? Ja. Warum wir diesen sauren Arsch haben? Was hast du gerade gesagt? Ich hab's übrigens nicht verstanden. Ich mach Sopran, ich mach Intermezzo und die Katze mag deswegen Papier unterm Arsch, weil sie auch dreckempfindlich ist. Ich kann mich wegkommen, ja. Aber er hat nur ein Gefühl, selbst beim Schneiden. Wisst ihr, wie die immer lachen in der Entgift, wenn ich ankomme mit meinem Kopfkissen, mit meiner Schlafmaske und gleich die erste Frage ist, ich habe gerne was. Rohrstöpsel. Soufflöse steht da. Soufflöse. Eine suffliche Auflösung. Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben. Erst dann nichts mehr spüren kann. Hat ihr die Thea heute angerufen? Was? Ne, die Thea hatte mich angerufen, dann habe ich die Thea zurückgerufen und habe ihr gesagt, dass was mit mir nicht stimmt. Da, guck, und da hat sie gelegt. Ronny Depp. Ja? Das kannst du glauben. Weißt du, da mache ich nicht mal ein Held draus. Ja, da wird klar, dass ich kaum nicht sein. Ja, ja. Das Tür einbrechen, dann habe ich meinen Pfeffer endlich gefunden. Hm. Du hast nur die Gelbwurz, wenn du zu deiner Mutter unterwegs bist, kannst du die mitbringen. Was habe ich? Gelbwurz, die Tüte. Was für Dinger nochmal? Gelb, was? Kurkuma. Jetzt habe ich Kurkuma heute mit dem. Ja, Kurkuma, ja. Ich meine Mutter. Jetzt brauche ich deswegen zu meinen Eltern los. Einer, wenn du mal hinfährst, wäre mein Plan. Oh, die Blumen. Ich mache eine Wette. Ich habe mich schon gewundert, warum das dabei war. Ich muss ihn noch Stevia mitgeben. Ich will ja einfach grüne Stevia herkriegen. Aber auch oh, das kannst du auch selber. Pass auf jetzt. Wer ist das jetzt? Ich mache. Die Zeit? Ich bin mal gespannt, wer das jetzt ist. Ich rufe normalerweise keine Sau mehr an. Nee. Robert. Jo. Was habe ich für dich? Ich bin unten bei Christian. Was brauchst du? Kann ich nicht sagen, was brauchst du denn? So. Ich hab nicht. Bleibst du bei dir? Wohin? Ach, geh mal dran. Ohne Scheiß. Machen, ja, gut. Ist das eine Zeitlupe? So, eine Sache ist jetzt wegen den Bullen vorhin. Ich soll nochmal klopfen, der muss mal arbeiten. Ach, der ist ja wieder unterwegs, ne? Nee, das oben. Ja, deswegen waren dann die Bullen überhaupt bei mir.
Meine Güte, weil wir deine Tür aufgebrochen haben, weil wir uns Sorgen gemacht haben. Ich brauch Weiß. Und das Kinderfarm? Das ja, weil der hat uns in der angerufen. Ja, die waren doch da, da kam jetzt ein Kasper, ich weiß noch, so die Jugendgarde sozusagen. Ja. Da muss ich echt drüber lachen. Da habe ich dir eben wohl echt gefragt, so, oh, wie alt bist du eigentlich? Ich glaub's noch. Weil die meisten um 25 und die Zeit. Der war ungefähr 20. Aber ja. So, was willst du? Willst du ja nicht. Die sind schon so gut. Also, ihr, du musst mir das mal erklären. Ich war ja wirklich breit. Ja, deswegen haben wir uns ja Sorgen gemacht, weil du Geld gekriegt hast. Und wir wissen, mit deinem Zucker und Geld in Kombination plus Alkohol ist es schwierig. Ja, ja. Und ihr habt meine Tür aufgeschlossen. Genau. Weil Robert nämlich meinte, ey, der ist voll fertig, der ist voll durch. So weit nicht schon wieder. Erzähl mal doch, hör zu. Dann haben wir eben jetzt mit dem Dings, mit dem deine Tür aufgemacht und wussten dann danach, dass du ja nicht zu Hause bist. Weil mir deine Bude angeguckt und dann hat er, oh Gott, der muss seine Bude wischen. Ja, wischen, aber ich hab zumindest die Wäsche mal rausgeschmissen, ja, also. Die Wäsche musst du gucken, was du da machst. Du musst mal mit Hajo quatschen. Ja, es ist jetzt ein Schleuserschnüffel sozusagen, schon mal weg, ja. Seid Kinderkram. Du mal pissen. Wie seid ihr reingekommen? Ich hab doch, ich schließe auch noch zu. Ja, na, das ist doch eine Meine. Wo lebst du denn? Mit einmal mit einem zu ans ja, so ein Schuhanzieher. Genau, ein Sisi. Und dann wussten wir, dass du sozusagen nicht drin bist, weil den Riegel nicht zugemacht hast. Dann haben wir uns trotzdem umgeguckt, weil wir dachten, das ist doch klug. Ich hab nicht zugeschlossen. Nee. Schuhanzieher, nee, richtig. Du doch hast zugeschlossen. Geht aber mit dem Schuhanzieher genauso schnell. Ja, nicht. Auch wenn es zugeschlossen ist. Meine, bist du doch 10 Sekunden raus mit dem Schuhanzieher. Alter, ich krieg eine Macke. Ja. Du kannst nur zuregeln. Der Riegel ist das auch. Oh. Du bist das Einzige. Der Riegel ist richtig gut, den er gemacht hat. Ja, ja. Das ist wirklich klasse. Den kriegst du nicht auf. Nö, also zumindest nicht, aber so was höre ich jetzt. Ja, nee, der hat keine Chance. Den hat er wirklich massiv eingebaut. Das ist das. Dafür bin ich Robert immer dankbar. Ja, ja. Bei solchen Sachen so ist der wirklich sofort da und macht hier und sagt. Er hat ja auch Kompetenz, weil er Sicherheitsfreak ist. Ja, ja. Und dass ihr da echt wieder reingekommen seid, trotz 2 Sekunden, das ist echt hammerhart. Wieso war der Schlosser? Ja, du musst mal so sehen, wenn ich mal in deiner Klinik bin, irgendwelchen Scheiß, ja. Dann solltest du durchs Dachfenster umsteigen, Riegel zu. Da fehlen auch Haufenschrauben, habe ich auch. Alex, sagst du, du musst durchs Dachfenster, durchs Dach rausgehen. Das ist doch schon, Robert, selber. Ja, bring mir mal, mit den Die kommen da, ja, und ist rein. Wirklich, Hammer. Alter, der Beutel mit dem Essen drin. Das sind Blutorangen drin, bring mal da mal rein. Bring mal hier und können. Dann weißt du dann, wie das funktioniert. Stimmt. Blutorangen sind besser. Ich würde jetzt mal kurz hochgehen. Ronny! Ronny! Ja, genau, mal, relativ, denn wenn er jetzt so hoch ist, den Abend dann beschließen. Jetzt müssen da die Bullen kommen. Nein, das ist schon einzig da vom 9 auf 10. Ronny, komm her. Genau, da kommst du und dann kommen die Bullen. Also, das sah man. Na, vorhin, vor einer Viertelstunde oder so. Echt, das ist aktuell, ja? Ja, ja. Blutorangen! Oh, ey, wie mein du bist mein Freund. Meine Schwester. Du verstehst mich. Ich bin die Nasenhacke wie du. Echt, du bist es. Ich kann es doch nicht so zum Ausdruck bringen wie du. Das ist halt mein Problem. Wie soll ich damit jonglieren? Das hier oh, jetzt können wir gleich hier wollen. Oh nee, ich will jetzt noch nicht den Abend. Echt. Das ist ganz so schön. Ja, oh, das Video zu ändern, dann muss ich. Bring mir Wasser. Ja, Wasser. Du hast morgen vor. Jetzt wollen wir Wasser ins Kopf, ey. Das ist wieder mal. Ich schneide es dir nicht. Ja, was sagt Baby? Wir fahren hier zu, wir fahren mal zu meinen Elisabeth, ja. Wenn du Bock hast, bezahl das. Wie ich das Geld habe, wie ich bezahle das, wir fahren raus. Nicht da rein, hol mir eine Küche und hol mir ein Bierglas. Du musst echt Küche hinten drauf. Ja, bitte. Ich schwör's dir. Aber jetzt mal, das ist ja schön bei meinen Elis draußen, oder? Das ist echt schön.
weite Landschaft, das ist viel wert. So. Bonnie, nein, du darfst nicht, jetzt nicht abschleppen. Nee, ich will. Ach Mensch, das hat er sogar gleichzeitig gesagt. Nee, ich möchte es gerne. Das sah ja echt witzig aus. Das passiert hier die ganze Zeit. Wenn du mal aufmerksam hinguckst, dann wirst du es feststellen. Immer drauf! Straußeins. Was ist da drin? Referenzen. Und Lisa? Ja, wie machst du das? Ey, wirklich Wahnsinn. Einfach weg. Bonnie, guck! Ja, ich gucke. Keep calm. Was steht da? Bierglas, Alter! Okay. Genau, jetzt kommen denn danach die Bullen. Achso, ja. Ich darf lieber rumbrüllen. Das sind die Köpfe, das waren die Bullen. Gerinnen. Normalerweise kommen sie zu 8. Ja, ja. Das hat er erzählt, ja, war echt witzig. Normalerweise kommt er zu 8. Da hat er wohl aber blöd geguckt. Was? Der ist so wirklich so, eigentlich komme ich wirklich zu 8. Der Rothaarige hat echt Humor manchmal so. Rothaarige? Ja, Rothaarige. So, bei mir? Ja. Es war tatsächlich oder Moment. Das ist so sagen. War mir dann der war. Epileptische! Die Epileptische. Epileptische, genau. Die Fest. Das ist okay. Also ich verstehe den Humor, Baby. Texte, Freunde. Ich verstehe nicht. Ey, die muss würfeln, aber. Was wird hier gespielt? Ich bin auch im falschen Film. Das Schiff ist auch im falschen Film. Heavy und Scheiße. Schön stößt du also voll die Meise. Ja, nicht
gut zu Vögeln ist, das wird ausgeschlossen von der Evolution. Also sollte jeder eine Meise haben. Ja, die wurde getroffen vorhin, der oder was? Nee, die hat mich angerufen, ich hab sie zurückgerufen und hab mir den Kopf gewaschen und fand sie nicht gut und hat einfach aufgelegt. Ich hab schon gehört, oben seid ihr in den Sumpf weggenommen, du brauchst was anderes wie Alkohol. Ach so, deswegen das Flasche. Ja. Ich erklärt heute, wenn die da stunken oder ich mich bin. Dann musst du die Flasche mitnehmen, das kann ich. Glaube ich, damit soll, was willst du denn da rechts gehört haben? Wenn sie dann wie ein Karate-Kick durch die Gegend springt und sich aufkriegt. Wenn sie einen Schluck Cola haben wollen. Schön, dass der so langsam redet. Aber der Weg dahin wird steinig und hart. Doni. Steinig und hart. Doni. Steinig und hart. Steinig und hart. Nussig, der wird nussig, der Weg. Der wird nussig. Da läuft nicht mehr offen. Ich operiere ihn auf der Knolle, aber man merkt doch so schnell, weil ich war einfach. Oh, jetzt wird's schön. Ja, ja. Oh, nee. Und ich koche die eine Sache. Brauchst du ein großes Küchenmesser? Großer. Ja, ich mache nicht los. Das ich muss so ins Nest. Ja, das ist ziemlich unscharf. Kannst du morgen wieder arbeiten? Ja. Na, einen Tag zur bisschen Schulung. Ich will noch was. Noch mit einem Computerkurs oder eigentlich? Wir sollten da was gucken, ob wir uns über einen Computer bewerben können. Ja, ich habe noch meinen eigenen Betreuer. Für YouTube. Ja, oh, mach's gut, mein Lieber. Als 50-jähriger Sack, wo ich nicht so bewerben. Dann hilfst du überhaupt. Bei meiner alten Firma war ich heute, die würden mich nehmen, aber dann nur ein oder zwei Tage in der Woche auf 450 Euro Basis. Ist okay. Ja, aber Zeitung stecken in der MZ. Ach du Scheiße. Du bist ein Fließband oder ein so. Ja, aber ist bekloppt. Nee. Da musst du wirklich hier, was für dich, 1000 Zeitungen euch. Ja, sagen sie nur 450 Euro. Die heben damit den Mindestlohn aus, weil sie einfach auf. Wenn du bloß 4 Tage bist, Stück du verdienst doch keine 100 Euro am Tag. Ey, was verdienst du überhaupt? 9 Euro, noch was müssen Sie jetzt zählen. 9,85, die wird irgendwie nicht. Genau, weil die heben sind damit aus. Aber 8 Euro von 8,45 Euro ist gestiegen auf 8,70 Euro. Und jetzt müssen sie 8,95 Euro bezahlen. Jo, mach's gut, mein Lieber. Ja, gut. Schlaf schön, wir sehen uns morgen. Wir werden bestimmt wieder essen. Jo. Komm, du bist nicht fett bei unserem guten Essen an Zibot. Ich bin moin. Nachmittag komm ich mal her. Ne? Ja, was machst du? Kann sein, dass ich da auch da bin. Wie viel ist das von mir? 20 oder 30 Euro? 20. 20. Ich will es nur wissen. Epileptisch. Wirklich geil. Wie ist das? Eine zermatschte Orange. Ich weiß, was ich brauche. Ich habe schon mal so viel an der Nase. Mein großer Bruder weiß, was ich brauche. Ich bin jetzt fast fertig mit Kochen, mit allem drum und dran, mit Show, mit Bullen, mit Ronny mal Tür einbrechen, alles mal schnell durch. Ja, aber deswegen. Ich ging alles so schnell, ey, was Ronny schon wieder total durch, boah. Da musst du einmal die Tür eindrücken, liegt nicht. Und dann wupp, klick, klack, klick, klack, Tür. Nee, nicht mehr. Ich, mit dem Riegel, das ist schon cool. Mit dem Riegel kennst du nicht, aber so kriegst du deine Tür, da brauchst du erstmal eine Cola-Flasche. Das geht so schnell. Nein. Baywatch! Wie kriegst du deine Tür nicht mehr auf? Night Rider! Die ist richtig gut. Die ist super voll. Was? Der Riegel ist richtig gut. Der Farm. Ja. Also den hat er echt massiv gut eingebaut. Südhag! Deswegen, also Rot ist echt ein herzensguter Mensch. Ja, 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 aber heute sind wir schon wieder ein bisschen ange... Er kriegt dann immer so einen komischen, aggressiven Strich so in seiner Seele. Ich weiß, aber wenn er irgendwie unterwegs ist. Seine erste Maßnahme hat gesagt, hier hat mir auch den Spion eingebaut. Das wusste ich auch nicht. Aber ich sag. Ja, kann schon einiges. Ich wollte ihn heute sauber machen, aber es geht nicht. Brauche ich ein Ohr und. Ja. Muss ich mal wissen, wo noch geht.
Was? Warum isst du noch keine Früchte? Ananas haben wir. Wenn man nicht Ananas isst, macht man auch die Anna nicht nass. Ich hab jetzt noch meine Nacht. Macht's mir nach. Ich hab jetzt meine Nacht. Ich kann es nicht mehr tragen. Warum nicht? Weil ich einfach nicht im Stand bin. Kannst du ihn auch nicht essen? Also, das wird schon untätig. Scheiße, wenn du irgendwas mal jetzt auch nicht wärst. Ach, scheiße, meine Hose. Ich bin bescheuert. Ich hab gestern mein Herz sauber gemacht, ja, Amy. Das ist so dieser Schellspachtel abgebrochen. Das ist ja meine geile Story. Der Spachtel ist kaputt, ich wollte mein Herz putzen. Da hab ich den komplett abgebrochen und mir. Dann habe ich mal weiter geschrubbt und wie krass und wie eingehoben. Hey, oh, ich wollte mich abschminken, aber der Spachtel ist abgebrochen. Das hat echt zwischen die Dauer, ja. Bis ich das Ding so mal. Ah, geiler Scheiß. Das sind eigentlich Geschichten, die kannst du keiner erzählen normalerweise. Aber naja. Also, was ist die Realität? Hier bleibst du in der Familie, sag ich mal so. Ja, meine Güte. Wenn du bei meinem Bestieg dann anbauen kannst, das, da habe ich schon. Häufig geschenkt, dass sie alles mitmachen. Eine Orange. Das, da staune ich echt drüber an. Jetzt werden wir auch. Jetzt werden wir Kürbisse und so weiter. Ja, Tomaten hat er auch schon. Alles, wo wir ganz viele Samen haben. Und jetzt haben wir richtig viel. Das Ding ist hier. Die sieht ja nicht mal so schlecht aus. Ravy ist ja bei mir. Jetzt muss sie nicht mehr so viel mit ihrem Raum rumspielen. Oh, so. Kann die ja nicht mehr still halten. Der Witz ist ja, er war allein dort. Bei meinen Eltern. Da oben ist schon feiern. Und der hat Frank so im Griff. Ich hab nicht im Griff. Das hat er bei mir nie gemacht. Alles, alles klar. Naja. Du hast ihm auch offeriert, dass du sagst. Ja, wir machen es einfach. Der Elf ist deins im Endeffekt. So einen großen Garten, warum wir da noch nicht. Ich hätte da so viel. Ey, boah, das ist ein Riesengrundstück, oder? Ich hätte da Zucchini. Hat mir alles angebaut. Die haben immer so ein bisschen Beta an der Ecke. Hast du gesehen, ja? Völlig von Arsch. Was? Die haben immer so ein kleines Beet im Endeffekt. Ja, die große Kiefer schwert da mächtig. Aber es ist echt ein Fußballfeld, großes Stück Grundstück, ja? Und. Schon schön. Du kannst echt ideal. Guck mal, da ist mal ganz viel zu essen drin. Einfach die Stühle holen. Oh, auf jeden Fall. Einfach die Stühle. Du wirst auf jeden Fall im Sommer Zucchini kriegen ohne Ende. Ey, ich schwör's dir. Ich würde Orangen noch besser. Ich krieg hier immer noch Macke. Ich krieg immer die ganze Scheiße Zucchinis. Zucchinis? Ja, weil Alice, die haben da auch Zucchini angebaut. Na, du bist ein Wett. Aber die werden so groß. Das liegt dicker, weil das sind auch so eine Zauberpflanze. Hackfleisch kannst du die füllen und dann. Kürbisse sind schon echt mächtig, Zucchini. Mhm. Und Bohnen. Da ist die gleiche Familie. Die Tomaten sind schon geil. Die Bohnen nicht, aber die Gurken werden auch dazu. Sie würden sich auf jeden Fall da auslassen können. Und Abby, du kommst da mit, ja? Gurken sind auch echt mächtig. Danke für auch. Ein kleiner Bell. Meine Bude. Nee, hat der Hand wahrscheinlich irgendwie mit einer Asche wackelt. Ah, oh, mein Bauch, das kriegt meine Tage. Auf jeden Fall, ey, wirklich, ja. Ein Ätzend nicht da drauf. Was hast du gesagt? Ach, doch. Da oben muss wohl da wieder was vergessen hat. Jedenfalls, Abby, du musst das mal. Ich hab doch mal gehört. Oh, ich hab echt Tabak hier stehen. Muss ich da wohl viel vornehmen. Ich bin gerne Gast bei deinen Eltern. Und ich stoppe aber jetzt, das heißt, ich brauche keine Tests. Sind die Ananas? Ja, hast du Gast bei deinen Eltern? Die Ananas eigentlich schon richtig. Ja, auf jeden Fall, ich wüsste, meine Mutter ist ja auch Ananas. Ich war richtig süchtig nach Ananas. Wie sagt ihr, die Kinder sind lachen? Bring mal ran! Nee, jetzt nicht. Und doch? Du bist doch ein Baumwuchs. Und auf jeden Fall, wohl ja. Ich wüsste. Obstsalat. Vor allen Dingen meine zwei Ananas. Wir haben zwei rausgefischt. Ihr seid meine zweite Ruhe. Ich verstehe ja nicht, warum sie so weit wegschmeißen. Schenke, so Kooperation. Genau, Kooperation. Na, eigentlich schließt seine Tonne nicht ein. Ja, du bringst immer nicht gesagt, wie es eigentlich war bei mir. Es war gut, ich habe einen Blitzkrieg gewonnen, wie immer. Das ist meine
meine neue Energieform, die einfach die sinnvollste für mich ist. Ich bin schnell. Zumindest so gut, weil kommunikativ nicht so, ich lass mich auf diese Quatsche nicht ein. Frank redet so wenig, der hat vielleicht in der gesamten Zeit 4 Sätze geredet. Ja. Deine Mutter habe ich nicht mehr erzählt ab dem 20. oder so. Das ist der Unterschied. Naja. Ja, hast du Hunger? Willst du das und das? Oh ja, nee. Hast du mir was erzählt? Der hätte ja auch nicht gefragt. Ich hab zwei Essen wieder voll auf. Ich muss das fragen. Das hast du mir alles erzählt. Ganz gut. Ich geh meine Mutter. Ja, du bist ja wie Frauen. Das ist ja nur was. Ja. Der Vor- und der Nachteil sind zu nur. Das Ding ist halt, kriegst du so viel weiche, wurstende Informationen, wo wir Männer erstmal ja nicht genau wissen, worum es geht. Und dann haben sie aber dadurch so einen gewissen Charme, wo man dann mehr raushört, als man eigentlich. Ja, was bei meinen Eltern charmant ist, im Endeffekt meine Mutter mit ihrer fürsorglichen Art, ja. Und Frank, dass der irgendwie sagt, im Keller geht zum Lachen. Cool. Wir gehen zum Lachen im Keller und trinken Tarantin. Oh. Ja. Naja. So ist der wirklich drauf. Hey. Hast du gerade gehört, der hat das gerade selber gesagt. Der sagt für mich 3 Sätze. In 5 Stunden. Ja, nur noch meine große Packung Tabak und so. Aber lieber zu wenig als zu viel, ja. Was? Frank. Jetzt weißt du, woher ich meine Macke habe. Was? Ja, das ist ziemlich schwierig so. Ich stehe immer zwischen den Stühlen bei meinen Eltern, wenn ich da bin. Naja, da brauchst du. Meine Mutter will immer 20 Stunden lang, ja, und Frank da, wie gesagt, nach 3 Sätze. Also siehst du, deshalb bin ich ja als Schwester richtig, dass ich nämlich die Zeit mit deiner Mutter verbringe und du mit deinem Vater auch. Hab ich schon zu ihm gesagt? Aber wir müssen dann aber spazieren gehen, das ist mir sehr wichtig. Weil Das hab ich dir aber gesagt. Eigentlich müsste Abby mitkommen, die kann sich um meine Mutter kümmern. Wir können dann hier einfach nur rumlatschen und da, dann hast du nie gesehen. Ich habe Silvia auch schon erzählt, dass das jetzt dritt Silvia, deine Mutter und ich, dass wir ein gutes Trio da. Ja, meine Mutter ist einsam. Silvia ist relativ langsam, das ist ein Problem, die ist ja nicht beweglich. Ja, aber dafür sind ja seine Mami und ich umso beweglicher. Ich habe ja auch schon festgestellt, dass Frauen einfach sozusagen eher auf Häuslichkeit aus sind. So, du bist da eine rühmliche Ausnahme, aber du hast ja auch deine Gründe da. Nee, es geht einfach um diese Freude. Ich hab's auch ganz ungemütlich. Meine Mutter, die ja am liebsten nur Gemüse und sonst was, die verfälscht schon mal alles, was sie macht. Als Mist müssen wir jetzt ja noch auf alle Fälle anfangen. Wir sind jetzt auch im Blitzkrieg für den neuen Frühling. Weil jetzt los, sagen wir mal jetzt. Deswegen muss ich jetzt das auch. Ist doch, du hast es doch schon nicht. Du hast es doch schon nicht. Nein, die geht jetzt noch um viel mehr. Da geht um wirklich um Bau, sagen wir, um Kombinationen von Pflanzen, die sozusagen miteinander klarkommen. Alter, du hast es geschafft, Frank dazu zu bringen, in diesem Drecksdorf was zu machen. Also vorher nie. Jeweils mit mir auf jeden Fall nie gemacht hätte. Im Leben nicht. Wirklich nicht. Welchen Namen heute? 16. Du hast was erreicht, wo ich echt extrem staune. So ist es. Wir trennen uns schon um. Naja, sag mal, du wolltest doch eigentlich nur. So, und wenn wir jetzt dritter Mal hinfahren. Ich bin sowieso nur der Nebenpart im Nachhinein. Einfach nur der Sohn meiner Mutter. Ja, das ist zum Glück nicht mein Hauptjob. Ist die Tochter sozusagen. Auch im Moment des Todes. Und du bist Franz. Dino ist auch Homeworld, ja. Du bist Franz Homie. Naja, jemals bewegen wir uns. Oh, das ist ein Mann. Wenn wir schon da sind, dann. Ich staune nicht. Immer Löcher. Ah, Dino ist fetzt. Hab ich vorhin das gehört. Dino ist toll. Ja, scheiße. Oh ja. Aber jedenfalls. Das Grundstück, oder? Oh ja. Und hier guck, da ist der Docht, hab ich schon mal gesehen. Und da kippst du jetzt hier Wasser rein, Wachs, Mensch, rein? Oder ein Öl oder so? Und das getrocknet ist vorher ein bisschen. Ja, das ist okay. Jetzt von der Dichte nicht so hoch. Von der Dichte nicht so hoch. Wie heißt das? Saufähig, wie heißt denn das? Kannst du mal die Kekopf-Bordheit machen? Ronny, wir sagen jetzt Nummer 1. Also wir müssen jetzt
Dafür ich morgen schon aller Spieß um 9 Uhr stehen. Du sollst gehen. Du darfst gehen. Morgen, morgen ist ein nice Tag. Das wird auch richtig gut. Ich meine, bist du morgen unterwegs? Ich morgen. Naja, bewegt mich morgen. Du hast auch von meinem Bauch, aber. Ja. Au! Best of Dark Souls Horror Edition. Alles klar, alles klar. Seit wann denn das? Scheiße, morgen ist Donnerstag. Jetzt ist Donnerstag, morgen ist deine Macht. Warte mal, der Höhepunkt kommt noch. Böse Männer, Hagen, geil. Krieg am Ende vor Juni, ne? Wir müssen 20. Diese Haare, das kotzt mich an, ey. Diese Haare und Dreck, das ist so eklig. Guck mal, dreckig, wenn ich hierher komme. Ja. Ja, und? Man muss das sein. Vielleicht einfach mal ja, keine Zeit dafür heute. Ich hab mir jetzt andere Sachen. Mach's doch nicht immer so dreckig. Sieh dich doch vor, dass es nicht so dreckig wird, ey. Ihr wart mit mir ein halbes Kilo Tabak auf dem Tisch verstreut. Warum liegen denn die Scheiße? Ja, weil wir gerade gegessen haben. Ich hab da aus deinem Rest hab ich hier noch das letzte Essbare rausgeholt. Jetzt hör mal auf hier! Ruhe! Schnauze! Honey! Hilf mir! Ich kann noch lachen. Na, wächst du mich einfach bitte. Gehst du es hin? Oh, Scheiße. Du musst einfach durchhalten, ich muss nur machen. Kriegst du das jetzt hin, wenn du dich einfach zu wecken, wenn du aufstehst? Ja, schaff ich. Ich stehe um 8 Uhr auf. Na ja, das ist super. Das ist ich kann einfach sagen, ich muss zur Bank. Na ja. Bye. Was ist noch fertig? Nicht der Arsch. Zumindest ja. Nicht der Effekt wurde, der Arsch. Da musste ich gerade darüber nachdenken, dass es schön ist, dass Ronny ist, dass du dich nicht wie ein Arsch aufführst, ja? Dass der mein großer Bruder ist und mich gegen vor dir beschützt. Mach's doch. Ja. Wollen wir mal doch mal die Frage stellen. Soll ich machen, soll ich dem in die Klatsche oder was? Ich weiß nicht. Hier, da will ich gleich was sagen. Ronny, hast du schon Alkohol getrunken? Ja, wenn ja, wie viel? Ja, hab ich. Wie viel? Und wann hast du damit angefangen? Nee, ich hab nur Flachmann. Ich hab irgendwie. Ja, Geld, ja. Das ist auch so. Ich kann einen Alkohol selber anbauen. Das ist nicht so schwer. Ja, das ist. Da sind die Früchte vergammelt. Schöne Sammlung. Vier, fünf große Flaschen dachte ich so. Nee, Früchte vergammeln kommt noch danach. Jetzt habe ich dann noch geschenkt haben. Genau, wir haben jetzt alle geschickt. Es ist. Hi, Bruder. Und du, weißt du, was zu sagen? Meine Sister? Darf ich? Mein Papa, mein Bodyguard, my best friend. Lisa, wenn du willst, bin ich das, okay? Bei mir, das ist gut. Rasierte Männer, die stoppeln. Ich bin nicht rasiert. Deshalb ja, die stoppeln. Aber. Weil ich sensibel mitfühlend und feinfühlig bin. Hat nochmal! Ja, ich finde es schön, dass du mir die mal mitgebracht hast. Wir reichern unser Zusammenleben enorm. Ja.
als die Pause verbieten. Nee, Anna, das können wir jetzt noch aufschneiden. Der hat die mir einfach nicht gebracht. Dieser Blödmann. Das Essen habe ich selber mitgebracht, ja? 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 Und ich darf es nicht mal essen. Und ich darf es nicht mal essen, obwohl ich es mitgebracht habe. Ich darf es nicht mal essen. Oh, summertime. When the living is you. Sei weg. Geh weg. Geh weg. Hör auf mich zu foltern. Lass mich in Ruhe. Hör auf. Verschwinde. Ich fange an zu heulen. Geh weg. Geh weg! Geh ja gleich weg jetzt! Halt deine Schnauze! Ruhe! Ja. Ihr deines Drecks Mistvieh! Ich hasse dich! Ja, darfst du! Ich hasse dich! Ich erlaube dir, mich zu hassen! Du hast es verdient, mich zu hassen! Ich muss mich schon wieder in der Tür verstecken! Jetzt geh mal weg! Sonst muss ich die Bullen rufen! Lass mich in Ruhe! Geh! Geh einfach! Du bist einfach nur verschwinde! Ich will deine dumme Stimme nicht hören! Verschwinde! Was? Zeig das mal hier! Das letzte hat dich irritiert. Was ist denn das für ein Zeug? Hat auf dem Mehlmarkt keine Nahrungsmittelzusätze? Nein. Wir hatten nur Nagetierzusätze, aber technisch waren das Geschmacksverbesserer. Ach, Alf. Na komm, kleiner Mann, Zeit für dich. Ja. Also meine Cousine Freda, die fand mal einen ganzen Rattenkopf. Eigentlich hätte sie das gar nicht überraschen dürfen. Er war nämlich in einer Büchse Rattenkopf-Bouillon. Halt doch mal deine Schnauze! Halt deine Schnauze, jetzt reicht's! Ab hier! Hab Bock auf die Kacke! Geh weg! Zieh deine Schuhe an! Hallo! Ab hier, Ruhe! Ja, erstmal die Kamera aus. Ich hab jetzt keinen Bock mehr. Anna, dein Zettel, was ich hab! Scheiße! Ich hab keinen Bock mehr!